letzten Episode von Diablo 4. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Jo, wir gehen in das horadrische Gewölbe. Machen uns auf den Weg. Hey, was ist hier los? Manche freut es, dass die Kirche fort ist. Mich allerdings nicht. Wie sollen wir uns die verbliebenen Kreaturen vom Halse halten? Jetzt ist natürlich alles ein wenig schwieriger. Der heilige Krieg da war. Ein Weg voller Schuppen. Das habe ich in der Spiegelung gesehen. Wir sind ganz nah. Ich kann dich retten, Mutter. Ich verspreche es. Ich kann lernen, wie man... Anywhere? Bist du verrückt? Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Okay, rein in das Gewölbe. Wir kennen uns ja sonst nicht. Nicht, was ich erwartet hatte. Aber verlieren wir die Hoffnung nicht. Hier ist sie wohl nicht. Okay, dann hier weiter. Ich dachte, ihr würdet mich mittlerweile besser kennen. Ich komme nach meiner Mutter. Wo es eine Spur gibt, gibt es auch einen Weg. Und ich werde ihm bis zum Ende folgen. Keine Spur von ihr. Aber dieser Brief war vorher nicht hier. Sie muss ihn hinterlassen haben. Das Pergament ist mit horadrischer Runen übersät, die sich eurem Verständnis entziehen. Okay. Feuerbuch anwesend. Wie ist sie vielleicht dort? Weg. Kapitän, bitte geben wir uns hier einfach mal hin. Wir sehen, was hier so los ist. Warum höre ich die Schritte nur einer Person? Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Chiffre zu lernen. Also hoffe ich, dass ihr euch erinnert, wie man sie entziffert, Lorat. Denn ihr seid jetzt der letzte Horadran. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie glaubte, die Horadren hätten alle Antworten. Ich weiß nicht, ob sie diese Person wiedererkennen würde, zu der ich werde. Schwer, nicht an sie zu denken. Aber dann denke ich an euch und Dorman.
Ihr wart keine allwissenden Horadren. Ihr wart verbittert. Unsicher. Aber ihr wart immer wahre Freunde. Daran halte ich fest. Denn es gibt noch so viel zu tun. Eure Unvollkommenheit gab mir Hoffnung. Und wir werden sie brauchen, um uns dem zu stellen, was kommt. Um uns ihm entgegenzustellen. Und seinen Brüdern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Aber es muss eine bessere Antwort geben. Und ich muss sie finden. Allein. Ich weiß, dass ihr mich begleiten wollt. Aber es sind bereits Menschen gestorben, weil ich nicht vorsichtig genug war. Ich kann euch nicht ebenfalls riskieren. Wenn ich mich irre, wird die Welt euch lebend brauchen, um die Fehler zu bereinigen, die ich hinterlasse. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören. Aber ihr könnt nicht aufgeben. Nicht erneut.
zurück sind wir. Das hat länger gedauert als gedacht. Naja. Was als nächstes kommt, Lelith ist besiegt. Es gibt noch viel zu tun. Steigt weitere Stufen auf, um neue Herausforderungen auf dem ganzen Kontinent zu begegnen. Schließt totes Geflüster ab, und an der Höllenflut teil und stellt euch Arkham Dungeons, wertvollen Gegenstände und Handwerksmaterial für den Charakterfortschritt zurück. Schaltet weitere Feldstufen frei, um Zugriff auf mehr Funktionen und mächtigere Gegenstände zu erhalten. Stark genug sei, stellt euch dem Echo von Lilith auf der letzten Weltstufe. Ja. Ein Epilog, den gibt's auch noch. Ja, gut. Eigentlich, wenn man so denkt, hat man nicht so viel eine Karte erkundet. Wenn ich die Kampagne war. Final Dungeon. Das ist nichts. Ah, okay, ich muss den Final Dungeon dafür abschließen. Okay, okay. Aber ich würde sagen, wir sprechen noch mit Loroth. Halten aus Donans Grabstein. Hier liegt Donan. Freund, Vater, Ehemann. Paradrin des ersten Zirkels. Uns allen, die Legging. Du hast mehr als genug getan. Briagas Grabstein. Hier liegt Briaga, brillante Gelehrte, liebende Ehefrau und Mutter. Ich bin wie immer bei dir, jeden Zweig und Stein. Geboren aus dieser Erde war ich, so kehre ich dorthin zurück. Jorins Grabstein. Hier liegt Jorin, Sohn von Briaga und Don. Schützer von Sonnen. Er war das wahre Licht. Ob dir das Sanctuario jetzt sicher ist? Sowohl Inarius als auch Lilith gingen in der Hölle zugrunde. Ich kann mir nicht ausmalen, was das für Sanctuario bedeutet. Niemand kann sagen, welche Kreaturen oder Phänomene aus der Hölle sickern könnten. Selbst wenn das Tor verschlossen ist. Bei unserem Glück erwartet uns etwas Scheußliches. Ich hoffe nur, ihr seid dann noch an unserer Seite. Versuche ich zu sein. Bereut ihr, was wir getan haben? Mephisto aus der Hölle zu befreien, wird Konsequenzen nach sich ziehen, die unsere Vorstellungskraft überschreiten. Doch es lag nicht an mir, diese Entscheidung zu treffen. Es lag an euch. Was auch immer uns erwartet. Ich stehe an eurer Seite, mein Freund. Werden wir nach Nereal suchen? Ich wünschte, das könnten wir. Sie ist da draußen bei einem großen Übel. Doch wir wurden angewiesen, ihr nicht zu folgen. Außerdem wüsste ich nicht einmal, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Also müssen wir abwarten, bis wir mehr wissen. Ich kann nicht einfach tatenlos herumsitzen und auf Neuigkeiten warten. Nein? Was wollt ihr sonst tun? Ihr gegen ihren Willen folgen? Nein, bezüglich Nereal habt ihr recht, mein Freund. Doch in Sanctuario gibt es noch viel zu tun. Ich werde den flüsternden Baum aufsuchen. Warum wollt ihr das tun? Weil er wohl der einzige Verbündete ist, der uns bleibt. Und schon bald sind wir mehr denn je auf Verbündete angewiesen. Gut, dann begebt euch zum Baum. Aber seid vorsichtig. Ja, sollten wir. Sprecht mit dem flüsternden Baum. Machen wir jetzt einfach mal. Der flüsternde Baum. Was der wohl zu sagen hat.
Kapitalisten willkommen. Willkommen, großer Retter. Ihr habt Lilith aufgehalten, Sanctuario aus den drohenden Fesseln befreit. Sicherlich ist es genau das, was ihr euch erhofft habt. Glückwunsch. Schweigt, Jämmerling. Immer so geschwätzig, Frischfleisch. Wanderer, warum seid ihr hier? Wollt ihr einen Handel eingehen? Mein Kopf bleibt, wo er ist. Ich suche nur nach einem Verbündeten. Ein Bündnis? Womöglich können wir eine Vereinbarung treffen. Falls dies nicht unter eurer Würde ist. Schulden müssen bezahlt werden. Ihr könntet sie eintreiben. Ja, treibt ihre Schulden ein. Im Gegenzug verleihen wir euch Macht und Reichtum. Alles, was ihr begehrt. Ja, ja. In der Zwischenzeit werdet ihr zur Macht des Guten, die Sanctuario von seinem Leid befreit. Weit entfernt, in der zerstörten Stadt Caldeum, leben unsere Schuldner. Dämonen wie Menschen. Tötet sie und treibt ihre Schulden ein. Die Krähe wird den Rest erledigen. Totengeflüster. Das wurde auf der Karte zeigen, aktives Geflüster an. Nur für kurze Zeit verfügbar. Okay, Junge. Euer Preis erwartet euch in Kyovashad. Okay. Vergraben unter der Kathedrale. Ihr müsst ihn nur nehmen, falls ihr es wagt. Ja, muss ich wohl. Jetzt müssen wir träumen. Gut, seid ihr fertig? Ja. Ja. Okay. Jedes Flüstern gewährt beim Abschluss eine gewisse Anzahl an grausigen Gaben. Ihr könnt auf der Karte verfolgen, wie viele grausige Gaben ihr besitzt. Sobald die Leiste voll ist, könnt ihr zum Flüsternraum zurückkehren, um eine wertvolle Truhe eurer Wahl zu erhalten. Okay. Also kriege ich da coole Sachen dann. Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ey. Ja. Dann zurück nach Kyovashad. Kyovashad. Ah, ja, wieder ein neues Zeug zum Sagen. Ich sage die Wahrheit. Ich habe gesehen, dass mein Nachbar ein Buch über verbotene horadrische Magie liest. Er will Chaos stiften. Ach, natürlich, natürlich. Das hat nicht zufällig etwas mit dem Gold zu tun, das ihr ihm schuldet.
Alter, der Typ kann auch nicht aufhören. So. Vater Inarius hat sich selbst geopfert, um Lilith zu besiegen, um uns alle vor der Verdammnis zu retten. Wird er zurückkehren? Das hängt davon ab, ob er weiterhin der Sünde frönt oder dem Licht treu bleibt. Und da muss noch die Kathedrale des Lichts machen. Ja, das ist dieser Dungeon hier. Ja gut. Da gibt es einiges zu tun. Vieles zu tun. Ja, das wird noch was. Ich würde sagen, wir machen schon mal auf den Weg. Das wird wahrscheinlich reichen. Sie hier haben. Gerade des Lichts. Bitte kehrt zu uns zurück, Vater. Wir können uns der Dunkelheit nicht allein stellen. Ehre sei euch, Vater Inarius. Wir sind eures Opfers nicht würdig. Nein. Kathedrale des Lichts. Damit nicht so viel Licht dran war. Ich meine, sie haben sich zuletzt das nicht wirklich ausgezeichnet, ne? Es gibt noch Ritter der Reue. Ah, da ist eine Tür. Ja. Ich würde mal sagen. Ja, ich gehe zur Kathedrale, aber nicht heute mehr. Na, ich würde mal sagen. Das war's für heute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.